Willkommen zur nunmehr sechsten Folge unseres Podcasts Alles über Polen, dem Podcast zur polnischen Geschichte, Kultur und Politik. Thema unserer heutigen Sendung sind die anstehenden Selbstverwaltungswahlen in Polen am 7. April. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Und wenn Sie uns auch in Zukunft weiter diskutieren hören möchten, können Sie diesen Podcast gerne abonnieren. Mein Name ist Bastian Senthardt, ich bin Politikwissenschaftler am Deutschen Polen-Institut im Büro Berlin und ich diskutiere heute wie immer mit Peter Oliver Löw, die historische Stimme aus Darmstadt, aus dem Zentrum des Deutschen Polen-Instituts. Und Agnieszka Ładak-Konewał, Politologin, heute aus Warschau, die stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts. Ja, schön, dass wir wieder in der Runde zusammengefunden haben. Wie gesagt, unser heutiges Thema sind die anstehenden Selbstverwaltungswahlen in Polen. Unser Untertitel lautet, ist das mehr als ein landesweiter Stimmungstest? Und damit werden wir uns in dieser Folge beschäftigen. Doch bevor wir zu diesem Thema kommen, bringen wir unsere Rubrik ein, die wir nicht immer dabei haben, aber wohl immer häufiger dabei haben werden, und zwar das Aktuelle. Was gibt es zu berichten? Zum einen bewegt die polnische Politik und die polnische Gesellschaft, bewegen die Bauernproteste und damit verknüpft auch die polnisch-ukrainischen Beziehungen. Nicht ganz unähnlich zu der Situation auf Deutschlands Straßen in den letzten Wochen haben auch die Landwirte in Polen demonstriert, protestiert und werden auch in dieser Woche am 6. und 7. ihre Proteste fortführen. Hintergrund ist natürlich vor allem der schon seit Monaten schwelende Getreidestreit zwischen Polen, der Ukraine und in gewisser Weise natürlich auch der Europäischen Union, denn eigentlich dürfte dieses ukrainische Getreide laut EU-Recht durch Polen, zumindest im Transit, durchtransportiert werden. Und hier gibt es jetzt die ersten Probleme, denn es gibt zwei Sichtweisen eigentlich. Hintergrund ist natürlich, dass der Getreidepreis im Moment sehr niedrig ist. Das heißt, die polnischen Landwirte verlieren viel Geld, wenn sie ihr Getreide verkaufen. Und die Frage ist jetzt, woran das liegt. Die polnischen Landwirte sind, zumindest diejenigen, die protestieren, der Ansicht, dass es eben an dem ukrainischen Getreide liegt, das auf den polnischen Markt kommt. Eigentlich sollte es nur durch Polen im Transit bis nach, vor allem nach Litauen gebracht werden. Aber viele polnische Landwirte sind der Ansicht, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht und dass wohl etliches von diesem ukrainischen Getreide letztendlich auf dem polnischen Markt landet zu Dumpingpreisen und deshalb eher gekauft wird als das polnische Getreide. Fragt man jetzt allerdings Wirtschaftsexperten, so denke ich, kann man zusammenfassend sagen, dass diese relativ einhellig der Meinung sind, dass das so nicht funktioniert. Also der Weltmarktpreis von Getreide wird so nicht gebildet, sondern ist eben ein globaler Preis. Und da hätte viel mehr Einfluss der Faktor, dass Russland in letzter Zeit sehr günstiges Getreide auf den Weltmarkt geworfen und eingebracht hat und dort verkauft. Und genau das eben die Preise drückt. Nichtsdestotrotz gibt es diese Proteste und wie sich das weiterentwickeln wird, steht noch in den Sternen. Man sieht ja auch ein bisschen die Ambivalenz in den polnisch-ukrainischen Beziehungen, die sich unter der Vorgängerregierung der PiS schon abgezeichnet hat und jetzt auch nicht ganz aufgelöst wird. Donald Tusk und Außenminister Sikorski haben zwar die militärische Unterstützung der Ukraine durch Polen unterstrichen und werben auch bei den Partnern für mehr Unterstützung, aber wenn es um die wirtschaftlichen Beziehungen geht und gerade eben diese Getreidefrage bleibt auch die aktuelle Regierung relativ hart. Klar, sie möchte natürlich ihre die eigene Bevölkerung und auch die Landwirte hier nicht verprellen. Aber das war nicht das einzig Aktuelle, was mit Polen und unter anderem der EU zu tun hat. Was ist denn noch so passiert? Nun, Europa spielt natürlich immer eine Rolle, nicht nur wegen der heraufziehenden Europawahlen, sondern auch aufgrund eines großen Erfolgs, den die Regierung Tusk zu verbuchen hat. Nämlich die Europäische Union hat angekündigt, die 137 Milliarden Euro an Corona-Wiederaufbaumitteln und Kohäsionsfonds an Polen auszuzahlen, die jahrelang zurückgehalten worden waren, weil die europäischen Institutionen mit der PiS-Regierung über Kreuz lagen. Das hatte nun in den letzten Wochen an Fahrt aufgenommen, diese Freimachung dieser Mittel.
Und Donald Tusk hatte das schon vor den Wahlen im Oktober angekündigt, dass das eines seiner wichtigsten Ziele in den ersten Regierungswochen und Monaten sein würde. Nun endlich wird es dazu kommen, die Mittel sollen ab April fließen. Und möglicherweise wird das dann auch die Landwirte ein bisschen befrieden, denn auch bei denen geht es ja so ein bisschen um Europa und um all die bösen Umweltvorschriften, die die europäische Bürokratie der Landwirtschaft auch in Polen aufdrängt. Und dann haben Agnieszka. wir noch in den bilateralen Beziehungen haben wir auch noch eine Neuigkeit. Genau, für diejenigen, die von den Zuhörern, die sich noch mehr für die deutsch-polnischen Beziehungen interessieren, ist es bestimmt sehr wichtig zu wissen, dass die polnisch-deutsche Parlamentariergruppe im polnischen Sejm wurde gerade gegründet. Das ist die Gruppe, die sich dann für gute deutsch-polnische Beziehungen einsetzen soll, mit besonders oft mit den deutschen Kollegen treffen soll. Solche Gruppe existiert in jedem Parlament, also bei jeder Wahlperiode. Und diesmal kann man so zwei, vielleicht drei Sachen da beobachten. Bei der Entstehung der Vorsitzende ist jetzt Marek Krząkała geworden, ein super Kenner Deutschlands aus der Bürgerplattform. Er ist deutsch-polnisch seit langem unterwegs. Also das ist keine Überraschung. Auch an dieser Stelle herzlicher Glückwunsch. Als Stellvertretender wurde, und das ist vielleicht interessant, Krzysztof Bosak gewählt von der Konfederacja. Also schon eine ganz klare rechte, nationale rechte Stimme. Und vielleicht, das ist eine Überraschung, in dieser Gruppe werden ziemlich wenige PiS-Abgeordnete sitzen. Also das Interesse seitens dieser Partei an die Stellen da bei der Gruppe war gering vielleicht haben sie die Plätze einfach nicht bekommen. Niemand ist von der Linke. Das ist auch interessant. Normalerweise bei jeder Gruppe sind Vertreter von allen Fraktionen von der Linke sitzt in dieser Gruppe niemand. Also jetzt geht's los. Wir schauen mal, ob diese Gruppe, also die polnisch-deutsche Parlamentariergruppe, sich jetzt schnell mit der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe aus dem Bundestag treffen wird. Und natürlich, wenn das der Fall ist, werden wir auch gerne darüber berichten. Der Vorsitz ist ja auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Also Marek Krząkała, wie du gesagt hast, ist ja ein ausgezeichneter Experte für Deutschland. Und was wahrscheinlich noch wichtiger ist, er ist ja auch tatsächlich extrem gut vernetzt und eigentlich auch parteiübergreifend in Deutschland ein ziemlich beliebter Gesprächspartner, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Also ich denke, das ist für die deutsch-polnischen Beziehungen auf der parlamentarischen Ebene bestimmt eine gute Nachricht. Wir hatten in den letzten Folgen dieses Podcasts viel über die vergangenen Parlamentswahlen und die Regierungsbildung gesprochen. Und in diesem Jahr ist es tatsächlich auch mal wieder so, nach den Wahlen ist vor den Wahlen, und zwar vor den Selbstverwaltungswahlen am 7. April. Und obwohl hier jetzt in Anführungszeichen nur in den unteren Gebietskörperschaften gewählt wird, strahlen die Wahlen in ihrer Bedeutung natürlich auch auf die nationale Ebene aus. Und letztlich geht es dabei auch darum, die neuen politischen Machtverhältnisse in der Wählergunst zu spiegeln. Und für die regierende Bürgerkoalition heißt dies natürlich, dass sie sich erneut mit der PiS messen müssen. Also das heißt, diese Wahlen sind natürlich für das Land an sich wichtig, aber auch in gewisser Weise ein Stimmungstest für die Machtverhältnisse auf der nationalen Ebene und auch für die anstehenden Europawahlen, die am 9. Juni stattfinden werden. Zu den Selbstverwaltungswahlen in Polen. Wichtig dafür, um zu verstehen, wie diese Wahlen funktionieren, ist es, dass wir einmal einen kurzen Blick auf das polnische politische System werfen, und zwar auf das dreiteilige System der Selbstverwaltung. Was wird denn hier eigentlich gewählt? Gewählt wird in den Wojewodschaften, in den Kreisen, die Powiate und in den Gemeinden. Die Wojewodschaften sind letztendlich die Ebenen, die am ehesten mit den deutschen Bundesländern vergleichbar sind. Es gibt zufälligerweise auch ihrer 16. Allerdings ist es ganz wichtig, von vornherein zu betonen, Polen ist kein föderales System wie in Deutschland. Wir haben hier in Polen, wenn wir von den Kompetenzen der unteren Gebietskörperschaften sprechen, haben wir es eher mit ja, Dezentralisierungstendenzen zu tun und so ein bisschen immer so diesem Hin und Her zwischen
Zentralstaat und eben den Dezentralisierungstendenzen, die dann eben Kompetenzen an die unteren Verwaltungsebenen abgeben. Aber wir haben eben nicht diese Eigenständigkeit, wie sie die deutschen Länder haben. Wir haben schon diese Doppelstruktur aus Zentralverwaltung und Selbstverwaltung ist auch schon in Woiwodschaften angelegt. Also wir haben auch hier Woiwodschaftsparlamente, die sogenannten Sejmiki, die bei diesen Wahlen sehr wichtig sind. Und in den Woiwodschaften haben wir eben diese Dualität einerseits mit dem Wojewoden, der Vertreter letztendlich der Zentralregierung aus Warschau ist, und dem Vorsitzenden Marschall des jeweiligen Sejmiks, der vom Woiwodschaftsparlament eben gewählt wird und dort die Exekutivfunktion wahrnimmt. Darüber hinaus wird eben auch noch gewählt in den Landkreisen, den Städten und Gemeinden. Und in den Gemeinden werden die Gemeindevorsteher, die sogenannten Vuite, gewählt. In den Städten werden die Bürgermeister gewählt und in einigen Städten, den sogenannten Präsidentenstädten, eben die Stadtpräsidenten. Das ist vergleichbar mit der Rolle der Oberbürgermeister. Hier hat auch dann nochmal die Stadt, die Hauptstadt Warschau eine besondere Stellung. Einerseits hat sie verfassungsrechtlich nochmal eine besondere Stellung und auch ihr Stadtrat, ihr Stadtparlament hat eine besondere Stellung. Und auch die Rolle des Warschauer Stadtpräsidenten ist natürlich einerseits sehr prestigeträchtig und andererseits kann es natürlich auch ein Sprungbrett für eine politische Karriere sein. Das haben wir beispielsweise am prominentesten gesehen bei dem früheren Stadtpräsidenten Warschaus, Lech Kaczynski, der den meisten in Deutschland wahrscheinlich vor allem als polnischer Staatspräsident in Erinnerung sein wird. Im Prinzip ist es so, dass diese Selbstverwaltungswahlen sich schon sehr stark von der nationalen Ebene unterscheiden. Die Kandidaten treten hier häufig als unabhängige Kandidaten ein. Das lässt sich besonders auf der Ebene der Stadtpräsidenten sehr stark beobachten, wo eine starke Personalisierung zu beobachten war und sich auch ganz eigene Karrieren gebildet haben. Also ganz prominent ist natürlich der langjährige Stadtpräsident Danzigs gewesen, Paweł Adamowicz, der tragisch ermordet worden ist vor einigen Jahren, der sich natürlich eine sehr große Unabhängigkeit auch erarbeitet hat. Und da gibt es auch andere Stadtpräsidenten, denen das sehr gut gelungen ist, unabhängig von Parteistrukturen, sich innerhalb ihrer Stadt eine große Anhängerschaft zu erarbeiten politisch. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass diese Direktwahl der Stadtpräsidenten in puncto Aufmerksamkeit meist die Wahl der jeweiligen Stadträte, also der Parlamente dort überlagert. Es gibt auch eben parteilose Stadtpräsidenten und daneben aber auch die sogenannten Krypto-Unabhängigen. Das sind diejenigen Kandidaten, die zwar eigentlich mit einer Partei verbunden sind, aber dieses Parteilogo während des Wahlkampfes unter den Tisch fallen lassen. Wir werden darauf gerade später nochmal zurückkommen, wenn wir über die Rolle der PiS sprechen. Am meisten parteipolitisch geprägt ist daher vor allem sind die Wahl der Sejmiki, das heißt also nochmal die Parlamente der einzelnen Woiwodschaften. Und die Ergebnisse für diese Sejmiki werden deshalb auch sehr interessant sein und werden mit Spannung erwartet, weil man dort sich am ehesten einen landesweiten Stimmungstest erwarten kann. Und da wird es natürlich darum gehen, um die Frage, wird die Bürgerkoalition vor der PiS letztendlich liegen? Über die Rolle der Selbstverwaltungen kann aber Peter auch noch ein bisschen was sagen. Ja, Bastian, vielen Dank erstmal für diese ganzen Ausführungen. Das wird ja doch ziemlich mühsam sein für alle Wählerinnen und Wähler. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Wahlzetteln auszufüllen am Wahltag, viele Kreuze zu machen. Hoffentlich kommt da niemand durcheinander. Nun, die polnischen Selbstverwaltungen, insbesondere die Städte, haben schon seit jeher eine Sonderstellung im polnischen Staat, auch historisch.
in der Zeit der polnisch-litauischen Adelsrepublik waren es die bürgerlichen Freiheitsräume in den wenigen großen Städten, die irgendwie quer und in Konfrontation zu diesem Meer des Adels standen und versuchten auch Staatspolitik mitzugestalten. Führte häufig zu Konflikten. Im 19. Jahrhundert waren es die wenigen Industriestädte, in denen sich so Mikroklimata entwickelten mit Arbeiterbewegungen und dem Versuch, auch polnische Kultur neu zu denken. Und im 20. Jahrhundert waren es Städte, die auch als Labore der Moderne funktionierten. Gerade in den polnischen Nord- und Westgebieten, den ehemals deutschen Ostgebieten, in diesen Städten, die ja eine Bevölkerung bekamen, die sich völlig neu zusammengewürfelt hat, entstanden ganz neue liberale weltoffene Gesellschaften, relativ traditionslos. Und es ist kein Zufall, dass gerade in diesen Städten 1980 die großen Streikbewegungen ausbrachen und das moderne Polen geschaffen wurde, in Danzig, in Stettin, in Breslau. Dort entstand quasi dieses Ferment für die Revolution, für den gesellschaftlichen Umbruch in Polen. Und am wenigsten ist das bis heute so. Es sind diese großen Städte, in denen die so den Trend angeben, die das Tempo setzen. Und das gefällt eben nicht allen in der polnischen Politik. Insbesondere den eher konservativen Parteien hat es nie gefallen, dass die Städte, dass die Selbstverwaltungen, die Gebietskörperschaften mehr Rechte bekommen. Es gab eine große Selbstverwaltungsreform in den 90er Jahren, wo Rechte an die Gebietskörperschaften abgegeben wurden. Das war damals schon ein riesiger Streit. Wie viel dürfen wir aus der Zentrale abgeben? Wie viele Kompetenzen dürfen wir den Regionen und den Städten geben? Werden die nicht zu stark? Werden wir nicht unseren Staat schwächen, unser nationales Gefüge schwächen, indem wir den Staat fragmentieren? Wird es da nicht zu Separatismen kommen und so weiter? Das sind alles Stichworte aus dieser Debatte. Und in den letzten 8 Jahren der PiS-Regierung gab es eine ganze Reihe von Versuchen, wieder die Kompetenzen und vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten der Selbstverwaltungen zurückzustutzen. Es wurden ihnen Mittel entzogen, Steuerumverteilungen wurden so reformiert, dass weniger Geld an die Kommunen floss, gleichzeitig mehr finanzielle Aufgaben den Kommunen übertragen wurde, insbesondere auch im Bildungsbereich und im Sozialbereich, so dass hier Gestaltungsspielräume sanken. Und damit wollte man aus PiS-Sicht auch den erfolgreichen und landesweit bekannten Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern ein wenig das Wasser abgraben. Paweł Adamowicz war einer von ihnen. Er wurde dann im Zuge einer Hetzkampagne des polnischen Staatsfernsehens von TVP ermordet vor einigen Jahren. Einige andere starke Stadtpräsidenten wie in Posen, in Breslau und in Lodz und in Krakau, das sind so die großen Städte in Polen, in denen diese Stadtoberhäupter immer eine besondere Rolle gespielt haben, auch landesweit. Auch dort waren natürlich überall liberale Menschen an der Regierungsgewalt und die PiS versuchte, ihre Einflüsse zurückzuführen. So viel hierzu. Und ja, sehr komplex ist das ja irgendwie schon mit den Wahlen. Und wie viele Mandate gibt es da eigentlich zu verteilen? Ja, das ist fast 50.000. Also das ist eine riesengroße Zahl. Und natürlich deshalb sind auch diese Wahlen so wichtig. Ja, weil diejenigen, die nicht geschafft haben, in den Sejm zu kommen oder die jetzt wissen, gut, als PiS-Leute, und wenn die PiS in der Opposition ist, das ist die einzige Rettung sozusagen, jetzt sich so für die nächsten 4, 5 Jahren eine Funktion, eine Stelle als Gemeinderat, Stadtrat zu holen. Deshalb ist der Kampf so wichtig, aber natürlich auch so kompliziert, weil so viele Mandate, da kann man sich vorstellen, dass die Wähler das nicht so richtig verstehen. Ich selbst werde dann 5 Entscheidungen treffen müssen in Warschau. Wenn ich da abstimmen gehe, werde ich riesengroße Zettel bekommen. Da kann man sich schon verlieren. Selbst, Sie können sich vorstellen, da man kennt doch nicht die Kandidaten. Ich muss mich sozusagen fast 5-mal informieren lassen, wer überhaupt kandidiert. Gut, für den Oberbürgermeister, das ist klar. Aber sonst, da muss man sich wirklich gut informieren lassen. Das machen nicht viele. Deshalb, und das ist vielleicht auch interessant zu rekapitulieren, wie die letzten Wahlen ausgegangen sind. Deshalb war die Wahlbeteiligung damals 55%. Das ist nicht super viel. Das ist auch normal für die Kommunalwahlen in Polen. Diesmal erwartet man eine ähnliche
Wahlbeteiligung. Jetzt die letzten Prognosen, die ich gelesen habe, sagen, 45% der Wähler haben nicht vor, abstimmen zu gehen. Also da haben wir fast die gleiche Wahlbeteiligung, obwohl, wie das auch schon gerade gesagt wurde, das ist schon so ein Test nach den letzten Sejmwahlen, wie die Regierung das schafft, ob die PiS wirklich schwach ist oder nicht, wie die Gerüchte das sagen. Deshalb interessant, wie viele Leute abstimmen gehen, weil mit dieser Wahlbeteiligung hängt zusammen auch das Ergebnis, vor allem in Warschau oder in großen Städten, ob die Bürgermeister, die normalerweise wieder kandidieren, das in dem ersten Wahlgang schaffen. Wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, da ist die Erwartung, sie schaffen das schnell und ohne Probleme. Aber vielleicht noch ganz kurz zu den letzten Wahlen, letzten Kommunalwahlen, so dass sie sich auch die Vorstellung machen können, noch mehr, wie das kompliziert ist. In Seimiki, also diese, wie Bastian das schon erklärt hat, diese wichtigste Ebene, da hat damals die PiS gewonnen mit 34%, die Bürgerkoalition mit 27 war hinter der PiS. PSL, die Bauernpartei, ist immer stark in den Regionen mit 12%. Aber in den Städten haben vor allem die Bürgerplattform-Kandidaten gewonnen als Bürgermeister. Da waren 23 Bürgerplattform-Kandidaten, dann am Ende Bürgermeister und nur vier oder fünf von der PiS. Also da sieht man, das ist auch die schöne Herausforderung in den Medien am Wahlabend. Wer hat eigentlich gewonnen? Sagt man, wer in den Semiki gewonnen hat und das ist der große Gewinner? Oder ist der Gewinner derjenige, der die meisten Bürgermeister dann hat? Und diese Antwort kann niemand eigentlich liefern, je nachdem, wer welche Seite unterstützt, sagt, wir haben doch gewonnen. Also, hier wäre es, glaube ich, nochmal wichtig, dass wir nochmal kurz zusammenfassen. Diese Wahlen sind einerseits also sehr komplex. Es werden sehr viele neue Stellen wieder besetzt und vergeben. Es ist auch sehr stark politisiert. Also es gibt ein Gerangel zwischen eher konservativen Kräften, die den Zentralstaat gestärkt sehen wollen, und liberalen Kräften, die Zentralisierung stärken wollen. Und gleichzeitig ist es dabei in dieser Gemengelage so, dass anders als in Deutschland diese ganze kommunale Selbstverwaltung überhaupt nicht verfassungsrechtlich verankert ist. Also es gibt in der polnischen Verfassung zwar das Prinzip der Subsidiarität, aber die kommunale Selbstverwaltung basiert auf Gesetz. Also einem einfachen Gesetz, das auch durch Parlamentsmehrheit wieder geändert werden kann. Und das ist auch geschehen, und zwar unter der letzten PiS-Regierung. 2017 wurde per einfachem Gesetz die Legislaturperiode von 4 auf 5 Jahre verlängert. Und gleichzeitig wurde die maximale Amtszeit von Gemeindevorstehern, Bürgermeistern und, das ist wahrscheinlich am wichtigsten, von Stadtpräsidenten auf 2 Legislaturperioden beschränkt. Das war natürlich auch ein Versuch, eben diese, ja, vor allem eben liberalen Kräfte in den Städten, die auch in der Zeit der PiS-Regierung natürlich immer so diese Bastionen des liberalen Widerstands waren, die natürlich auch durch EU-Mittel nochmal ganz andere Spielräume haben, dass man eben diese Bastionen der politischen Opposition beschneiden wollte. Und das ging eben per einfachem Gesetz. Und wir sehen schon, dass diese Kompetenzen, dass darum natürlich gerangelt wird. Das ist natürlich ganz wichtige Aufgaben, die diese Gebietskörperschaften, die Woiwodschaften, die Kreise und die Gemeinden übernehmen, angefangen letztendlich von Bildung, wirtschaftlichen Aktivitäten, natürlich vielen Entwicklungsplänen, die dann EU-Förderprogrammen zugrunde liegen, der öffentliche Verkehr, Sozialhilfe, Gesundheits Wesen, die Infrastruktur, Abfallwirtschaft, noch und nöcher, was man eben auch aus Deutschland kennt, was die kommunale Verwaltung alles zu bewerkstelligen hat. Wir waren gerade schon dabei, dass diese kommunale Selbstverwaltung nur auf einem Gesetz basiert. Und so basiert auch der Wahltermin nur auf einem Gesetz. Und
wurde auch geändert. Denn eigentlich sollte gar nicht am 7. April gewählt werden, sondern eigentlich hätten wir über diese Wahlen schon längst sprechen sollen, denn sie hätten im Prinzip Ende letzten Jahres im Herbst stattfinden sollen. Wieso ist es eigentlich nicht dazu gekommen, dass im letzten Jahr die Kommunalwahlen stattfanden? Ja, das war eine Debatte in der polnischen Politik, die im Grunde von der PiS begonnen wurde. Man wollte, das ist die Interpretation der liberalen Parteien, die PiS wollte verhindern, dass die Wahlen gleichzeitig stattfinden, weil sie bereits eine Dynamik, eine landesweite Dynamik für die damalige Opposition voraussah und verhindern wollte, dass diese Dynamik durch die von den liberalen Großstädten getragenen Selbstverwaltungswahlkämpfe noch zunehmen würde. Deswegen wollte man diese Wahlen entflechten, um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Die PiS wiederum hat gesagt, es sei viel zu komplex für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wählerinnen und Wähler, jetzt neben den Parlamentswahlen auch noch diese komplexen Selbstverwaltungswahlen abzuhalten, wo man, wie Agnieszka gesagt hat, ja 5 Stimmen und mehr abgeben muss und sich ganz viel informieren muss, auch über die Falschvorschläge, die man ankreuzt. Und deswegen wurden die Wahlen verschoben auf den 7. April. Und wenn es dann zu Stichwahlen kommt, insbesondere im Fall der Bürgermeister-, Oberbürgermeisterwahlen, dann 2 Wochen später am 21. April eben die zweite Wahltour. Es gibt Argumente für beide Sichtweisen. Letztlich dürfte die PiS nicht gewonnen haben durch die Entscheidung, die sie durch den Sejm gebracht hat. Weder bei den Parlamentswahlen hat sie davon profitiert, noch wird sie bei den Selbstverwaltungswahlen davon profitieren, denn die allgemeinen Dynamiken der politischen Stimmungen in Polen gehen gegen die PiS und sind immer noch für die Parteien, die derzeit die demokratische liberale Regierungskoalition bilden. Dazu kommen wir noch, wer hat jetzt Chancen und warum, wie ist die neue noch neue polnische Regierung dann beurteilt. Aber noch kurz vielleicht zu der Tatsache, dass der Wahlkampf so kurz ist. Man muss sich vorstellen, der Premierminister, weil das eigentlich jetzt offiziell die Entscheidung des Premierministers, hat erst Ende Januar gesagt, die Wahlen werden am 7. April stattfinden. Und erst dann konnte der Wahlkampf anfangen. Früher konnte sie auch nicht so richtig auch inoffiziell anfangen. Da waren wir ganz kurz nach den Parlamentswahlen. Da war das natürlich auch irgendwie schwierig mit der Regierungsbildung. Also wir haben nur ein paar Wochen Zeit um für den Wahlkampf. Eine Woche vor dem 7. April gibt es Ostern. Also so richtig Veranstaltungen und große Ereignisse wird man so dann nicht machen können. Und das natürlich ist gut für diejenigen Bürgermeister, vor allem Bürgermeister, Stadtpräsidenten, die wieder kandidieren, die sind länger im Amt gewesen, die können sowieso jetzt Werbung für sich machen, weil sie also eine exponierte Stelle haben. Und sie profitieren, dass der Wahlkampf kurz ist, weil die Konkurrenz da weniger Zeit hat. Schauen wir mal, ob das dann erfolgreich ist. Ich kann aus meiner Beobachtung in Warschau sagen, in der Tat, der Trzaskowski nutzt das extrem. Ich sehe schon seit Wochen Billboards oder in den Straßenbahnen, in den Warschauer Bussen große Werbungen. Das ist eigentlich reine Information natürlich, was alles in den letzten Jahren so in Warschau geschehen ist, wie viele Straßen wurden renoviert, wie viele Plätze in Krankenhäusern geschafft, wie viele Kitas eröffnet. Da jeder Warschauer wird einfach mit diesen Informationen bombardiert. Ich gehe davon aus, vielleicht nicht so intensiv, aber ähnlich kann das auch in anderen Städten aussehen, wenn der Bürgermeister wieder kandidiert. Die haben wirklich deshalb, die profitieren einfach von der Entscheidung. Die neuen Kandidaten müssen sich erst beweisen und Zeit dafür gibt's nicht. Ja, vielleicht kann man sich die Frage stellen, warum die Wahlen jetzt so wichtig sind. Sie sind wichtig, weil natürlich jede Wahl ein Stimmungstest ist. Und das ist die erste Wahl nach den Sejmwahlen vom Oktober, die doch zu einem politischen Erdbeben auf Landesebene geführt hat. Und bei den Kommunalwahlen wird sich herausstellen,
ob die Regierungskoalition in Warschau, in der Zentralregierung nach wie vor die Sympathien der Wähler genießt oder ob sie mit Problemen zu rechnen hat. Es ist dann gleichzeitig auch der Test vor den nächsten Wahlen, denn die kommen ja auch bald, die Europawahlen im Juni, die für Polen auch von großem Interesse und von großer Bedeutung sind, weil auch auf europäischer Ebene ja gerade sehr gerungen wird um die künftige Form Europas und in Polen auch um den künftigen Einfluss Polens in Europa. Und schließlich sind die Selbstverwaltungswahlen für alle Parteien total wichtig, weil Jobs und Ämter gibt es nicht nur auf Zentralebene zu verteilen, sondern eigentlich in noch viel größerer Zahl in den Woiwodschaften und in den Kommunen. Und gerade für Parteien, die jetzt wie die PiS aus der Regierung gedrängt worden sind, ist es wichtig, Leute unterzubringen. Und das kann man halt auch in den Woiwodschaftsverwaltungen, in den Selbstverwaltungsorganen der Woiwodschaften und der Städte. Und darum wird auch zum Teil gekämpft. Und das ist vielleicht der gute Zeitpunkt zu sagen, was sagen die Wahlprognosen? Welche Chancen haben die jeweiligen Kandidaten, aber vor allem Parteien, die kämpfen? Jetzt die neuesten Umfragen zeigen, dass die Bürgerkoalition in ganz Polen, und schon wieder, wir sprechen eher über Sejmiki als über die Stadträte oder Gemeinderäte, mit 30,6% gewinnt, die PiS aber mit 30,2% hat immer noch die große Chance auch zu gewinnen, obwohl man sagt, doch, sie schaffen das am Ende doch nicht. Aber insgesamt zeigt das, dass die Bürgerkoalition zusammen mit dem Dritten Weg wahrscheinlich in den meisten Woiwodschaften, man sagt über 13, 14 Woiwodschaften, regieren wird. Der dritte Weg, man sagt, sie bekommen so um 17%. Das ist die Partei von Szymon Hołownia, Polen 2050 und die Bauernpartei zusammen. Die Bauernpartei ist immer stark bei den Regionalwahlen, bei den Kommunalwahlen. Sie haben einfach gute Leute vor Ort und sie gewinnen immer auch in vielen kleineren Orten. Aber insgesamt wird das wahrscheinlich so sein, dass die heutige Regierungskoalition in den meisten Sejmiki dann regiert. Wenn es um die Bürgermeister geht, das ist natürlich schon anders. Aber auch in diesem Jahr kandidieren viele, die Bürgerkoalition und von der Bürgerkoalition unterstützt werden, auch als unabhängigen Kandidaten. Und da ist die Wahlprognose, dass auch in vielen Städten die liberale Seite dann gewinnt. Ja, aber das ist eigentlich jetzt auch die Frage, was heißt das? Heißt das, dass die Regierung auf der nationalen Ebene so gut arbeitet, dass man als Wähler einfach die Arbeit so unterstützt, dass man auch bei den Kommunalwahlen dieser Regierung, dieser Parteien die Chance geben wird? Was sagt ihr? Was meint ihr, wenn ihr das, was die heutige Regierung leistet, dann beurteilt, ist das der wichtigste Grund? Ich glaube, das ist jetzt mein Gefühl, dass wir es schon noch jetzt ein bisschen mit den Nachwehen der Parlamentswahlen zu tun haben. Also ich kann mir schon noch vorstellen, dass jetzt noch gar nicht so sehr die eigentliche Regierungsarbeit wirklich im Fokus stehen wird, dass es also jetzt nicht zu einer Abrechnung kommt, sondern dass jetzt das eher nochmal so gesehen wird, der nächste Schritt in der Ablösung der PiS tatsächlich. Also, dass dieser Regierungswechsel jetzt auf nationaler Ebene vollzogen ist und sich jetzt sozusagen in die unteren Gebietskörperschaften durchziehen soll. Und davon wird wahrscheinlich auch die Bürgerplattform oder die Parteien der Regierungskoalition insgesamt profitieren können. Ja, und es ist der PiS auch noch nicht gelungen, sich so einen neuen Spin zu geben. Die PiS leckt immer noch die Wunden, die ihr bei den Wahlen zugefügt worden sind. Es geht dort irgendwie weiter wie gehabt mit dem alten Personal. Eine
Abrechnung mit, eine kritische Selbstabrechnung mit den 8 Jahren Peace-Regierung ist bisher überhaupt noch nicht zustande gekommen. Und gleichzeitig deckt die neue Regierungskoalition in Warschau und decken die unabhängigen Medien immer weitere Skandale auf, die sich mit der Peace-Zeit verbinden. Gerade heute, am Montag, wo wir diesen Podcast aufnehmen, sind neue Nachrichten über ein bisher unbekanntes Spionageprogramm bekannt geworden, das von der Peace-Regierung, von der Staatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwaltschaft, offensichtlich eingesetzt worden ist gegen politische Gegner. Das stärkt jetzt nicht gerade die Dynamik für die Peace, auch in den Kommunalwahlen, sondern das lässt möglicherweise auch Anhänger der Peace langsam zweifeln daran, an der Qualität der Regierung in den 8 Jahren Peace. Insofern hat die Peace den Wind nicht in die Segel, sondern sie segelt ziemlich gegen den Wind zurzeit. Genau, aber wenn wir schon bei dem Punkt Peace sind, da sollen wir vielleicht betonen, dass das alles, was Peter gesagt hat, hat keinen Einfluss auf die Entscheidungen des Vorsitzenden, Jarosław Kaczyński, zurückzutreten oder zu sagen, dass er nicht weiter Vorsitzender bleiben will. Umgekehrt, das ist auch eine Nachricht von den, eigentlich vom Wochenende, dass er sich entschieden hat, wieder zu kandidieren. Für die Zuhörer vielleicht eine kleine Erinnerung. Jarosław Kaczyński, so um 75. Er ist Vorsitzender der Partei seit dem Beginn, also 2001 wurde die Partei offiziell gegründet. Seit 2003, denke ich, ist er Vorsitzender. Und er hat schon immer wieder gesagt, nee, nächstes Mal kandidiere ich nicht. Die Vorsitzendenwahlen finden in der PiS in einem Jahr statt, in 25. Und er hat im Herbst gesagt, nein, werde ich nicht mehr kandidieren, dass diese Arbeit soll jemand machen, der jünger ist. Und gerade am Wochenende hat er bei einem Interview bekannt gegeben, nein, er kandidiert, er fühlt sich gesund, halt, so gesund genug und auch hat er Pläne, Ideen, wie er die Partei führen soll. Aber eigentlich das, die Tatsache, dass er immer wieder wiederholt, oh, ich kandidiere nicht und am Ende macht er das, das ist so ein typisches Spielchen von Jarosław Kaczyński, das kennen wir schon. Er hat das schon mehrmals so gesagt, nämlich er will einfach gucken, wer so nach so einer Nachricht sofort in die Medien geht und sagt, oh doch, der Vorsitzende wird immer Vorsitzender bleiben bis Ende der Welt und vielleicht noch einen Tag länger. Der bleibt bestimmt, er ist unser großer Leader. Er guckt, wer vielleicht ein paar Tage später erst in die Medien geht und vielleicht mit ein bisschen weniger Enthusiasmus das sagt und wer vielleicht sogar sagt, oh, ich kann mir vorstellen, dass ich selbst kandidieren werde. Und diesmal hat das der Mateusz Morawiecki gesagt, deshalb heute im Radio spekulieren alle, was das für Morawiecki alles bedeutet, wenn Kaczyński weiter Vorsitzender bleibt. Und wie gesagt, die Macht von Kaczyński wird jetzt schon ein bisschen so unter die Lupe genommen, zum Beispiel im Sejm, ja, das ist schon so ein Lackmuspapier. Es ist mit der Disziplin nicht mehr so gut wie früher. Es gibt immer so 50 bis 20 Mitglieder der PiS-Fraktion, die gar nicht abstimmen, also gar nicht zum Abstimmung kommen. Zur Erinnerung, wir haben so 190 PiS-Mitglieder im Sejm. Also wenn 20 nicht kommen, das ist schon miserabel. Ein anderes Zeichen, Andrzej Duda, der immer so auch den Vorsitzenden zeigen wollte, wie er das, was Kaczyński sich will, folgt, jetzt auch immer wieder sowas sagt, was wirklich nicht in der mit der Linie der Kaczyński übereinstimmt. Wenn der Kaczyński gerade Tusk angreift, dann sagt Duda, oh, Tusk sei ziemlich guter Gesprächspartner, wir haben gerade getroffen, das war ein konstruktives Gespräch und Kaczyński nennt gerade Tusk Verräter. Also da sieht man auch, Duda ist hier auch nicht immer an der Seite von dem Vorsitzenden. Und auch so, wenn man Kaczyński gerade beobachtet, wie emotional er sich benimmt, wie er auch immer wieder überrascht ist, dass er, dass die Journalisten im Sejm ihm jetzt anhalten können
und Fragen stellen, sich erlauben, Fragen zu stellen. Er ist dessen gar nicht gewöhnt. Er war immer so geschützt. Jetzt muss er sich wiederfinden in der neuen Situation. Da gibt es wirklich große Spekulationen, ob das, wie das, was das alles für die PiS jetzt bedeutet, wie er bedeuten wird. Also da sind wir auch gespannt, was die Kommunalwahlen zeigen. Ein schwaches Ergebnis wird auch wirklich ein Zeichen sein, die Partei ist jetzt falsch regiert. Ja, vielleicht nur ganz kurz, das wird nach den Kommunalwahlen und spätestens nach den Europawahlen in der PiS möglicherweise ein Hauen und Stechen geben. Schon jetzt gibt es ja Informationen darüber, dass PiS-Leute ihre eigenen Parteigenossen abgehört haben, mit Spionageprogrammen ausspioniert haben unter der Amtszeit der 8 Jahre PiS-Regierung. Und das gefällt natürlich niemandem groß in der Partei. Da wird es sicher früher oder später, da werden die Fetzen fliegen. Und ein Zeichen noch vielleicht, wie groß dieses Misstrauen ist, dass, wenn wir schon bei den Kommunalwahlen sind, dass einige PiS-Kandidaten, also wirklich die Kandidaten, die PiS-Mitglieder sind und die PiS-Unterstützung genießen bei den Wahlen, ohne PiS-Logo auf den Wahlplakaten Werbung für sich machen. Also das ist schon extrem. Ja, normalerweise will man das Parteilogo wirklich groß machen und zeigen, ich habe diese Unterstützung. Und das geschieht schon in mehreren Orten, dass die Kandidaten sich einfach schämen und eher zeigen, ich bin eine tolle Person, ein toller Kandidat, aber vielleicht die Partei soll wirklich im tiefen Hintergrund bleiben. Das war also waren die Worte zur wichtigsten Oppositionsgruppierung. Wir haben aber natürlich auch noch viel mehr Wahlkomitees und Parteien. Insgesamt 35 Wahlkomitees sind registriert. Natürlich gehören dazu auch alle landesweit vertretenen Parteien und natürlich auch die Parteien der aktuellen Regierungskoalition. Und da gab es ja auch Entwicklungen, die vielleicht nicht unbedingt so zu erwarten waren und die ein bisschen überraschend kamen. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass diese Wahlen auch als Stimmungstest für die Machtverhältnisse auf nationaler Ebene dienen. Und hier gab es eigentlich lange Zeit die Vermutung, dass die Linke gemeinsam mit der Bürgerkoalition eine Liste bilden würde. Der Hintergrund war natürlich aus Sicht der Bürgerkoalition, mit der Linken zusammen könnte man über 40% kommen und so klar anzeigen, wer ist die stärkste Kraft im Land. Die PiS kann ja momentan immer noch behaupten, dass sie eigentlich als stärkste Partei aus den Parlamentswahlen hervorgegangen ist. Und für die Linke wäre es natürlich eine Möglichkeit gewesen, das doch schwache Abschneiden bei den Parlamentswahlen ein bisschen zu übertünchen und gemeinsam mit der Bürgerkoalition dann einen großen Erfolg zu feiern. Und so waren auch die Verlautbarungen bis vor wenigen Wochen auch seitens der Linken so, dass man eigentlich fest davon ausging, dass man so eine gemeinsame Liste machen würde. Das hat Donald Tusk dann letztendlich platzen lassen. Also die Linke und die Bürgerkoalition werden getrennt antreten. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es geht natürlich auch wie immer um die Frage, wie weit links will sich die Bürgerkoalition verorten politisch. Da geht es natürlich vor allem um das Problem der RASEM-Fraktion innerhalb der Linken. Aber vor allem dürften die Umfragen, die politische Stimmung im Land den Ausschlag gegeben haben, denn Donald Tusk kann momentan davon ausgehen, dass auch ohne die Linke die Bürgerkoalition als stärkste Partei bei den anstehenden Selbstverwaltungswahlen hervorgehen wird. Und das wäre für ihn natürlich ohne die Linke noch ein viel größerer Erfolg. Ja, aber vielleicht soll man das, vielleicht kann man noch ergänzen, dass für die Linken, das ist selbst schon ein Problem, weil sie sonst als unabhängige Liste, zuerst waren sie nicht vorbereitet, sie sind davon ausgegangen, sie kandidieren, sie gehen zusammen mit der Bürgerkoalition und plötzlich mussten sie Leute für eigene Liste dann suchen. Das ist gerade ungünstig, wenn man sehr wenig Zeit dafür hat und vor Ort sind die Leute einfach nicht vorbereitet. Aber auch am Ende
Ende als eigene Liste werden sie einfach sehr wenige Plätze bekommen. Das ist einfach mit den Verhältnissen verbunden, wie man dann die Mandaten dann, die Stimmen auf Mandaten dann rekonstruiert. Deshalb am Ende erwarten sie, sie werden wirklich 10, 15, vielleicht 19 Mandaten im ganzen Polen haben. Das ist extrem wenig und das demotiviert natürlich. Deshalb, sie machen eine gute Miene. Sie sagen auch, wir freuen uns, dass wir eine eigene Liste haben. Aber am Ende waren sie eher überrascht und nicht sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Ja, sie haben sich letztendlich, mussten sie sich von Donald Tusk ein bisschen wie der Bär im Zirkus am Ring durch die Manege führen lassen. Also Donald Tusk hatte da das Heft des Handelns in der Hand gehabt. Ganz ohne Konflikte geht es auch beim dritten Weg nicht ab, obwohl die Prognosen ja sogar noch ein besseres Ergebnis voraussagen als bei den Parlamentswahlen. Aber diesmal kann man so ein bisschen raushören, dass die Bauernpartei, die PSL, nicht ganz zufrieden ist, während ja bei den Parlamentswahlen sie noch sehr profitiert haben von vor allem der Person Szymon Hołownia und mit ihr ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben, kann man jetzt Stimmen hören, dass die PSL-Kandidaten und Anhänger ja doch ein bisschen mit Missgunst auf die Partei Polska 2050 von Szymon Hołownia blicken, die ja relativ viele Mandate bekommen soll, obwohl natürlich die PSL, wir haben es vorher gehört, gerade im ländlichen Raum sehr gut verankert ist, sehr viele Strukturen hat und gerade bei den Selbstverwaltungswahlen wahrscheinlich das größere Pfund auf die Waage bringen kann als Szymon Hołownias Partei. Also da wird es auch nochmal intern wahrscheinlich ein bisschen zu Streitigkeiten kommen, denn wir wissen und haben heute auch schon gehört, es geht dabei nicht nur um politische Positionen, sondern auch immer natürlich um Machtpositionen, mit denen Stellenvergabe und auch Gelder auf regionaler und lokaler Ebene verbunden sind. Aber natürlich am Ende hat das alles auch einen Einfluss auf die Regierungskoalition. Man muss daran denken, da sind drei große Blöcke, die zusammen regieren. Und das ist gerade super wichtig, dass da immer noch eine Einigkeit herrscht, dass sie natürlich zusammen abstimmen. Und deshalb, wenn man hier jetzt hört, die sind nicht so richtig glücklich, da fragt man sich, was für einen Einfluss hat das auf die Reformen, die immer noch bevorstehen oder auf die Entscheidungen, die sofort zu treffen sind. Und da das ist wirklich zu sehen und zu hören, dass bei jedem Interview betonen die Vertreter der Regierungskoalition, wie gut die Regierungskoalition zusammenarbeitet und die, dass auch wenn die Kommunalwahlen jetzt vor der Tür stehen, dass da keine Kämpfe laufen, dass sie doch die Regierungsarbeit weiter gut machen. Das ist schon ein wichtiges Zeichen. Aber natürlich wissen alle, sie diskutieren stark und bestimmte Gesetze werden warten müssen oder werden doch dann irgendwann im Sejm bearbeitet, weil so der Druck so enorm hoch ist, zum Beispiel mit dem Abtreibungsgesetz oder mit Entwürfen, was man mit der Abtreibung in Polen jetzt machen soll. Das ist so ein Beispiel. Nicht alle Parteien sind einig, dass das sofort diskutiert sein soll. Der dritte Weg zum Beispiel will das jetzt nicht. Aber für die Linken, für die gerade so ein Thema unglaublich wichtig ist, die wollen das natürlich jetzt sofort diskutiert haben, um bei den Wählern gerade zu punkten. Also da mit diesem Beispiel sieht man, es gibt einfach Probleme, dass die Kommunalwahlen jetzt gerade stattfinden für die aktuelle Regierungskoalition. Das ist auch, glaube ich, nochmal, was du gesagt hast, ein sehr schönes Beispiel für das Argument, das wir vorher vorgebracht haben. Nur nicht, dass eigentlich ist so viel in der Regierungspolitik noch gar nicht passiert, was man tatsächlich bewerten könnte. Also man sieht gerade an dieser Abtreibungsfrage, dass man eher versucht, das Ganze noch ein bisschen hinaus zu zögern. Denn das sind alles Themen, die jetzt auf den Tisch kommen könnten, wenn die Regierung mal wirklich zu arbeiten anfängt, die natürlich auch die Regierungskoalition vor Herausforderungen stellt und auch die Einigkeit in Frage stellen würde. Aber kommen wir jetzt nochmal
auch ein bisschen abschließend nochmal zu den Selbstverwaltungswahlen und auch nochmal zur lokalen Ebene zurück. Blicken wir mal auf die Hauptstadt Warschau, in der gewählt werden wird. 2018 bei den letzten Wahlen konnte Rafał Trzaskowski die Wahlen überragend im ersten Wahlgang gegen Patryk Jaki von der PiS beziehungsweise von damals noch Solidarna Polska gewinnen. Agnieszka, warum sind denn diese Wahlen in Warschau eigentlich so wichtig, so entscheidend, so wichtig, dass man sogar von einem Kampf um Warschau sprechen kann? Ja, du hast das schon auch erwähnt. Natürlich symbolisch ist die Hauptstadt sehr wichtig, ist klar. Es geht um Prestige. Aber auch mit dem Beispiel von Lech Kaczynski, der zuerst Stadtpräsident war und danach Staatspräsident geworden ist, sehen wir, dass es schon so eine Stelle, die dann natürlich große Werbung für sich erlaubt. Und diese bekannten Stadtpräsidenten haben natürlich dann auch Motivation oder Ehrgeiz, jetzt weiterzukommen. Und das ist kein Geheimnis, dass Rafał Trzaskowski vorhat, wieder zu kandidieren für die höchste Stelle in Polen, also für den Präsidentenpalast. Und dass diese Kommunalwahlen sollen ihm natürlich helfen. Das ist natürlich ungeschickt, jetzt seinerseits zu sagen, ich mache das auf jeden Fall, in 2 Jahren werde ich jetzt Staatspräsident oder will ich Staatspräsident werden, wenn er jetzt für Warschau kandidiert, deshalb sagt er das wirklich nicht, also der schweigt oder er sagt, jetzt sind die Kommunalwahlen wichtig, aber man weiß das sehr gut, dass das Ergebnis, was er jetzt in Warschau macht, ist sehr wichtig. Also ein Test, wie groß sind seine Chancen bei den Präsidentschaftswahlen in 25. Und das ist klar, dass er in der ersten Runde, dass er bei dem ersten Wahlgang jetzt in Warschau schafft, oder sicher ist das nicht, aber das wäre wirklich unwahrscheinlich gewesen, oder das wäre wirklich eine große Niederlage für ihn, wenn er das nicht schafft. Deshalb macht er alles, um das schon zu schaffen. Der PiS-Kandidat, das ist eine Person, die in Warschau eigentlich gar nicht bekannt ist. Er kommt aus Łódź selbst, Tobiasz Bocheński. Der Name sagt fast niemand was. Der PiS-Vorsitzende hat ihn sozusagen aus dem Hut geholt und als toller junger Politiker vorgestellt. Wichtig ist vielleicht für die Zuhörer zu wissen, das ist auch typisch für Kaczynski, er setzt für unbekannten Gesichter, so hat er auch mal mit Andrzej Duda gemacht, deshalb es gibt Gerüchte, ja vielleicht der Tobiasz Bocheński wird sich auch jetzt bei diesen Kommunalwahlen mit Trzaskowski als Gegenkandidat zu Trzaskowski zeigen, um zu sondieren, wie viele Chancen er bei den Präsidentschaftswahlen haben sollte. Ob die Gerüchte stimmen, ob die Prognosen stimmen, wird sich zeigen, aber wird er wahrscheinlich schon so wie normalerweise die PiS-Kandidaten so fast 30% der Stimmen in Warschau bekommen. Das ist dann schon eine ordentliche Zahl für eine Person, die gar nicht bekannt ist in Warschau. Deshalb, das sind so alle Spielchen, die gerade in Warschau gespielt werden. Vielleicht letzter Punkt, um deine Frage, Bastian, zu beantworten, warum ist Warschau diesmal so wichtig, weil Trzaskowski so wichtig ist, weil es geht natürlich auch um den Kampf in der Bürgerkoalition zwischen Tusk und Trzaskowski. Eigentlich, sie zeigen sich jetzt super happy zusammen und sie unterstützen sich gegenseitig, aber es ist kein Geheimnis, dass Trzaskowski sich auch hier beweisen will, Tusk gegenüber, um zu zeigen, ich bin auch stark, dass nicht der Tusk, der so die Macht in der Partei hat. Aber eigentlich jetzt ist Trzaskowski viel, viel schwächer als noch vor Jahren, als Tusk in Brüssel war und Trzaskowski der Präsidentschaftskandidat bei den letzten Wahlen. Jetzt muss wirklich Trzaskowski liefern, um die Chance zu bekommen, in einem Jahr für den Präsidenten zu kandidieren. Ja,
Vielleicht noch ein paar interessante Fakten rund um die Wahlen. Schauen wir mal in die zweitwichtigste Stadt Polens, nach Krakau, ob sie wirklich die zweitwichtigste ist oder nicht. Darüber streitet man in Polen, aber historisch ist sie natürlich die zweitwichtigste und war alleine die wichtigste als historische Hauptstadt des Landes. Hier ist es so, dass ein Urgestein der polnischen Kommunalpolitik, Jacek Majchrowski, als Stadtpräsident nicht neu kandidieren wird. Er ist auch schon 77 Jahre alt, also Zeit eigentlich abzutreten, auch als Kommunalpolitiker. Und da ist es jetzt völlig offen, wer sein Nachfolger werden wird. Solche Stadtverwaltungen sind ja immer sehr personalisiert und auf das Stadtoberhaupt, die Stadtoberhäuptin, falls es diese weibliche Form gibt, zugeschnitten. Und da fällt es, wenn jemand so lange amtiert hat und dann nicht mehr antritt, eben ein bisschen schwer, den Wählerwillen tatsächlich herauszufinden. Und den Wählerinnen und Wählern fällt es schwer, jetzt zu entscheiden, ja, wer soll denn meine Stadt als oberster Kandidat repräsentieren? Und dann ist es, wie auch in Deutschland und in anderen Ländern, oft so, dass nicht alleine nur die Parteipolitik den Ausschlag gibt, sondern irgendwie auch das Format, das Standing, das eine solche Person ausüben kann, die man irgendwie an der Spitze seiner eigenen Stadt, seiner eigenen Gemeinde sehen möchte. In Lodz ist es so, dass wir hier ein ganz weibliches Bewerberfeld haben. Wir haben von den 5 Kandidaten, die bisher feststehen, 4 Frauen und nur einen Mann. Da müssen wir mal schauen. Lodz ist lange von einer Frau regiert worden als Stadtpräsidentin. Eine der wenigen Stadtpräsidentinnen, die es in Polen in den letzten Jahrzehnten gegeben hat. Es gab in Warschau mal Anna Kronkiewicz-Walz. Aber das ist eher noch die Ausnahme in der Lokalpolitik. In Danzig ist es so, dass wir seit 6 Jahren, seit 5 Jahren eine Stadtpräsidentin haben, Aleksandra Dulkiewicz. Sie ist Paweł Adamowicz nachgefolgt, der am 14. Januar 2019 ermordet worden ist. Sie ist damals ziemlich holter die Polter in ihr Amt gekommen und wurde dann aber kurz darauf bei einer vorgezogenen Nachwahl in Danzig auch bestätigt als Stadtpräsidentin. Und sie dürfte eigentlich konkurrenzlos das Feld anführen und gewählt werden. Und schließlich noch ein Fun Fact aus Kielce. Dort gab es nämlich einen Seiteneinsteiger in die Politik, Bohdan Benta, ein Handballtrainer, der auch in Deutschland erfolgreich gewesen ist. Der ist 2018 dort zum Stadtpräsidenten gewählt worden und nun nach 6 Jahren schmeißt er hin. Er hat wohl die Nase voll von all den Grabenkämpfen in der Lokalpolitik, in Kommunalpolitik. Es ist nicht immer so einfach, sich in den Niederungen der Politik zu bewegen, sei es nun in Polen, sei es in Deutschland. Ja, wir haben heute versucht, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und ein bisschen Ordnung in diese komplizierten Selbstverwaltungswahlen, die am 7. April stattfinden werden. Wie immer ist es auch bei diesen Wahlen so, dass die letztendliche Entscheidung bei den Wählerinnen und Wählern liegt, die am 7. April abstimmen werden. Und über das Ergebnis werden wir hier auch im Podcast berichten. Das war es heute zu unserem Hauptthema, den Selbstverwaltungswahlen. Und wie immer haben wir auch heute wieder polnische Fundstücke mit dabei. Und das größte Fundstück, das sich schon seit einigen Jahren eigentlich am Horizont abgezeichnet hat, hat Peter heute dabei. Vielleicht möchtest du es mal zum wiederholten Male auf die Öffentlichkeit loslassen. Ja, das Fundstück muss man nicht lange suchen, weil es schon auf der Straße liegt. Das ist unser Kongress, der 6. Kongress Polenforschung, der nun in knapp 2 Wochen in Dresden stattfinden wird. Vom 14. bis 17. März richtet das Deutsche Polen-Institut gemeinsam mit der Technischen Universität Dresden den Kongress aus mit dem Rahmenthema Umbrüche. Aufbrüche. Es werden ungefähr 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Polen und vielen anderen Ländern aufeinandertreffen, miteinander diskutieren, ihre Projekte vorstellen. Es wird spannende Debatten geben. Es wird ein paar kulturelle Events geben. Und das Ganze in einer Stadt, die aufs Engste mit Polen verbunden ist, historisch, die im 18. Jahrhundert, ja, wo sich Polen die Klinke in die Hand gaben und wo es eine geteilte Herrschaft gab, eine sächsisch-polnische Herrschaft. Die sächsischen Kurfürsten waren gleichzeitig Könige von Polen. Also ein Ort, der wie gefunden ist, wie gemacht ist für diesen Kongress. Wer sich noch nicht angemeldet hat, möge sich rasch anmelden. Anmeldungen sind jetzt nur noch kurze Zeit möglich. Also nichts wie hin nach Dresden. Wir sehen uns dort hoffentlich. Und wenn man schon über Verkehr und unterwegs zu sein spricht, dann
muss man in Polen gerade ein bisschen aufpassen, weil man nämlich viele Militärfahrzeuge an den Straßen und Autobahnen sehen kann. Und das ist mein Fundstück. Ich darf nicht sagen, ob das meine Beobachtung ist, weil in allen Medien kann man hören und sehen, die Einwohner sind gebeten, nicht zu erzählen, wo sie Militärfahrzeuge heute gesehen haben, weil das größte Militärmanöver in Polen gerade stattfindet. Da sind fast 20.000 Soldaten aus allen NATO-Staaten und viele Einheiten, die nach Polen gekommen sind, um zu üben, unter dem Namen Dragon 24. Und alle, die sich in Polen bewegen, sind einfach gefragt, aufzupassen, dass gerade Militärfahrzeuge in der Tat sich bewegen können. Man darf keine Bilder machen, man soll keine machen. Und das ist natürlich das Ziel, um zu üben, um zu zeigen, ob man bereit ist als NATO, aber auch abzuprüfen, wie der Stand der Straßen ist, wie der Stand der Infrastruktur in Polen ist. Aber das ist schon jetzt gerade auch ein großes Thema. Und wie gesagt, normale Bürger können das auch einfach so täglich beobachten. Vielleicht nicht in jedem Ort, aber doch so viele Fahrzeuge, so viele Soldaten, die sich bewegen. Die Chance ist schon groß, dass man etwas dann auf den Weg trifft. Ja, mir obliegt es jetzt von diesem ja sehr ernsten Thema jetzt den Bogen zu schlagen zur Unterhaltungsindustrie, mit der ich mich ein bisschen beschäftigt habe. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ab und zu mal ganz gerne zocke, wenn ich Zeit habe und dass ich wenig Zeit habe. Aber dann hin und wieder doch mal. Und am Wochenende hatte ich mal wieder kurz Zeit, mal wieder in einen meine Lieblingsvideokonsolenspiele hineinzuspielen. Und zwar das Spiel The Witcher auf Polnisch Wiedźmin. Und dass es eine polnische Übersetzung gibt, spricht dafür, dass dieses Spiel in Polen entwickelt wurde. Und ich gucke ja gerne auf Polen auch mal aus ungewohnten Perspektiven, um zu versuchen, Dinge zu finden, die man vielleicht noch nicht weiß. Und eine Sache, die doch in Deutschland relativ unbekannt ist, ist, dass Polen eines tatsächlich der in europaweit und auch weltweit führenden Länder in der Entwicklung von Videospielen ist. Das ist ein riesiger globaler Markt, der sehr stark wächst, auch in Polen. Und in den letzten Jahren ist immer wieder ein neuer Bericht herausgekommen. Und diesmal eben der The Game Industry of Poland Report 2023. Und nur mal, um so ein paar Eindrücke zu geben, wovon wir hier sprechen. Also es ist eine wachsende Industrie, die jetzt im Umsatz natürlich im Vergleich noch nicht so groß ist. Es sind ungefähr 1,3 Milliarden Euro. Über 500 Spiele werden in Polen jährlich veröffentlicht. Wir haben knapp 500 Produzenten von Spielen. Es sind mittlerweile schon über 15.000 Personen tatsächlich dort beschäftigt. Ein Viertel davon Frauen, das darf man auch nicht vergessen. Diese Szene der Gamer ist normalerweise sehr männerdominiert. Und es ist tatsächlich ein Feld, wo Polen mittlerweile in vielen Bereichen, auch in Deutschland, in puncto Innovation vorbeigezogen ist. Um dann wieder den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was Agnieszka gesagt hat, der aktuellen geopolitischen Situation, die kann man tatsächlich auch in der Spieleindustrie beobachten. Zum einen lässt sich tatsächlich sagen, dass 2022 auch die polnische Spieleindustrie sehr stark die Ukraine humanitär unterstützt hat. Und es ist auch so, dass sehr viele Ukrainer, die aus dem Land, ihrem Land flüchten mussten, tatsächlich in der polnischen IT-Branche und auch in der Spieleindustrie untergekommen sind und jetzt hier an der Entwicklung von polnischen Konsolen und Computerspielen mitarbeiten werden. Wer sich dafür weiter interessiert, ich werde auf jeden Fall im Thema dranbleiben und da auch noch ein bisschen mehr dazu machen. Dann werden Sie auch noch erfahren, was es mit Cyberpunk 2077, Dying Light 2 und Green Hell auf sich hat. Also Polen hat auch noch ganz andere Seiten, die vielleicht noch nicht allen bekannt sind. So, das war die mittlerweile sechste Folge von
alles über Polen. Wie immer der Hinweis, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Und wenn Sie das auch in Zukunft weiter diskutieren hören möchten, können Sie diesen Podcast gerne abonnieren. Und wenn Sie uns mal live sehen möchten, dann kommen Sie, wie Peter Oliver Löw das schon erwähnt hat, gerne zum Kongress nach Dresden. Denn dort werden wir auch alle sein und bestimmt auch Gelegenheit haben, über das ein oder andere Thema uns auszutauschen. Es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit euch zu diskutieren. Ich bin Bastian Senthardt und ich habe heute diskutiert mit Agnieszka Ładakow-Nefał und Peter Oliver Löw. Do zobaczenia, do widzenia. Cześć. Tschüss.